Willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Ich musste gerade leider ein bisschen cheaten. Es tut mir sehr leid. Man erkennt vielleicht an der Unmengen an Prime Meat, dass ich etwas Größeres töten musste. Ich wollte es nicht, glaubt mir. Es ließ mir einfach keine andere Wahl. Und zwar war da gerade ein Titanosaurus an meiner Base dran. Also dran. Ich habe die Aufnahme sogar schon gemacht. Ich habe versucht, ihn wegzulocken. Immer wenn ich auf ihn geschossen habe, um ihn wegzulocken, ist das Problem gewesen, der ist immer näher an meine Base rangegangen, anstatt auf die andere Seite des Flusses. Das heißt, er ist vor mir weggelaufen. Das war ein Problem. Das war ein großes Problem. Deswegen musste ich leider Gottes, und ihr dürft mich dafür gerne verurteilen, Gottmodus und Kill machen, um den zu entsorgen. Ich will hier einfach ehrlich zu euch sein, dass ihr nicht denkt, woher kommt das. Und ich weiß, wäre das Ganze auf einem Server, könnte ich das Ganze hier auch nicht machen. Aber wisst ihr, was ist auf einem Singleplayer-Server? Ups. Ich habe noch Stream an, weil mir lacht mir der Commander Krieger einfach ins Ohr. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Und, ja, am Ende, also der war so, der war da hinten auf dieser kleineren Insel dort. Hier, in diesem Bereich. Erst war der hier, dann war der da, habe ich drauf geschossen, ist auf die andere Seite zu mir gekommen. Ist dann aber sofort wieder umgedreht, geflohen und wirklich Richtung meiner Base gerannt. Das Problem an der Sache, weil ich den gesehen habe, musste ich sofort die Pflanzen alle ausschalten, weil der hätte mir hier sofort alles zerlegt. Und das wollte ich eigentlich ganz gerne vermeiden. Und ich habe, der ist mir echt hier ins Gehege schon reingerannt. Da war er drinne. Der stand da, an den Giganotus vorbei. Ich habe den hier im Wasser gekillt. Weil, es ging leider nicht anders. Schade eigentlich. Das ist einfach das Respawn, nachdem ich gestern den Destroy Wild Dinos gemacht habe. So, was passiert? Eigentlich bis jetzt noch gar nichts. Ich habe den Skorpion Bernd genannt. Der Grund, warum Bernd, war einfach derjenige, der es geschrieben hat, sagte, er heißt Bernd und Sternzeichen Skorpion. Dachte ich, okay, ist doch passend, warum nicht? Der Ceresino hier. Der da. Siehst du das? Da, der hier. Der ist es, David. Warum David? Es war ehrlich gesagt das Beste, was von den Vorschlägen. Der Name war Scratcher oder Cirici oder sowas. Und ganz ehrlich, sowas gefällt mir einfach irgendwie gar nicht. Hat mir nicht gefallen. Darum habe ich einfach so einen typischen Namen genommen. Ist auch ganz okay. Ihr habt mir außerdem gesagt, was das hier bedeutet. Die Harvesting Level. Die Delicate sind halt für mehr Fiber und Beeren und sowas. Und das ist für mehr Fleisch und mehr Holz. Und sowas. Ja, ne? Halt diese Angriffe. Und ganz ehrlich, das ist eigentlich nicht das, was ich erwartet habe, ganz ehrlich. Ich habe gedacht, die haben es vielleicht unterschieden zwischen Mengen, die du bekommst, und Qualität, die du bekommst. Zum Beispiel bei den Beeren, dass du mehr Major Berries, Stim Berries und Betäubungsbeeren bekommst. Wie heißt denn nochmal? Naja, ihr wisst, was ich meine, ne? Und bei dem Sumpf, dass man halt mehr von den Blumen bekommt und Samen. So, die muss ich alle ausschalten. Ihr könnt mir übrigens, habe ich mir überlegt, wir können ja die Pflanzen ja auch benennen. Wir können ja hier Rename machen. Also die können also alle ihre eigenen Namen haben. Das heißt, ich schreibe mir am besten mal in die Kommentare, wie ich die Pflanzen nennen soll oder ob ich die Pflanze einfach nach euch benennen soll. Und dann werde ich ganz einfach nämlich die Pflanze nicht jede einzelne Pflanze benennen, sondern ich werde immer eine Reihe an Pflanzen nach demjenigen benennen, der den Namensvorschlag gegeben hat oder eben seinen eigenen Namen haben wollte. Und dann immer so eine ganze Reihe an, zum Beispiel, wenn ich jetzt die nach mir benennen würde, dann würde es heißen Drago B1, Drago B2, Drago B3. Das hat zum einen den Vorteil, dass wir sofort sehen können, wer welche Pflanze wo was gekillt hat, also in welche Richtung das ist, das wird vielleicht später ein bisschen wichtiger. Aber wir haben halt auch den persönlichen Faktor halt wieder drin, dass wir halt noch ein paar mehr Namen verteilen können. Ist auch cool. So. Da wird gerade ein Trike zerlegt. Schade finde ist, dass die hier nicht hinschießen können. Alter. Soll es sein, lass mal eine Pflanze jetzt zerlegen? Die hat auch Gefühle, aber ich glaube, der kann den gar nicht kaputt machen, ne? Der kann maximal den Crop-Plot kaputt machen. Sieht aber gut aus. Haha. Naja, der Nachteil ist halt, ich kann halt auch nichts mit Rekrutatur tamen, ne? Es geht nicht mehr. Gut. Vielleicht müssen wir Lampronte mal aus dem Weg, dann könnten die anderen Pflanzen auch ein bisschen schießen. Vielleicht einfach mal da so hin. Wäre natürlich deutlich besser gewesen, wenn die ganzen Pflanzen auch alle erhöht wären. Also wenn die halt über diesen Dünen hier wären, um halt auch alles zu treffen. Was halt in der Nähe ist, um sich halt gegenseitig per Schießen unterstützen zu können. Weil zum Beispiel die hier
konnten da nicht hinschießen. Ich habe die auch nur auf Medium gestellt, weil ich wollte nicht, dass die, die Fische im Wasser angreifen, weil das überflüssig ist. Ja, und das war eigentlich so das Wichtigste. Ich sitze jetzt im Bilde und ich würde gerne was tamen. Was würden wir denn tamen? Ich würde ganz gerne diesen Biertrinker tamen. Ich weiß nicht, was er Tolles kann. Hat er eine tolle Eigenschaft? Kann der... Der kann keine Steine kaputt machen, oder? Der kann einfach nur Kacke werfen oder Boden oder Dreck oder was auch immer. Außerdem, wisst ihr, was auch eine gute Investition wäre? Einen Nein, ich weiß, was wir heute gehen. Okay. Valentin, hast du alles dabei, was wir brauchen? Ich weiß nämlich nicht, was wir brauchen. Was wir aber vor allem brauchen, ist das erste Mal... Okay, das hast du drinne. Weil wir dürfen beim ersten Mal tamen jetzt, haben wir gesagt, nicht mal die starke Gun benutzen, sondern die normale, weil es sonst unfair wäre. Ich weiß aber nicht, was der frisst. Haben wir Prime Meat dabei? Normales? Nein, alles vergammelt? Okay. Oder halt im Ofen. Das ist auch so eine Sache, die ich ganz gerne machen würde, so langsam. Ich würde ganz gerne so langsam auch Richtung Kibbelfarm gehen. Zum einen, weil es halt sich auch mit dem Zoosystem ein bisschen deckt. Und dass wir halt auch die Bins und so haben, dass wir halt auch Kibbel herstellen können. So, mal gucken, wie viel... schon verbrannt ist. Ich weiß nämlich nicht, was der frisst. Ich nehme mal die mit. Das muss reichen. Ansonsten müssen wir halt gucken, was er frisst. Dann weiß ich nicht, ob Bolas bei dem funktionieren. Am besten einfach mal alles dafür mitnehmen. Muss halt neu lernen. Das ist auch blöd. Wir haben ja alles vergessen, was wir konnten. Bolas. Wir brauchen noch Hide. Hide ist massenweise da. Keine Sorge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, das ist ein Cheatcode, Cheatfly. Was hast du gemacht? Habe ich eben gesagt, einen Titano getötet. Dann gibt es noch so ein paar Sachen, worüber ich mich ganz gerne unterhalten möchte. Kleinigkeiten, nichts Besonderes. Sachen, die mich halt gerade ein kleines bisschen beschäftigen. Oder Erlebnisse halt. Und zwar... Der beste Kommentar unter meinem letzten Video war... Ey, Dragobi, du weißt aber schon, dass du mit Fröschen im Sumpf viel schneller Cementing Paste bekommst, wenn du die Fliegen dort frisst. Ich habe den Kommentar übrigens gelöscht, weil er mir so sehr auf den Sack gegangen ist, weil der mir einfach nicht glauben kann, dass ich nach 1528 Stunden nicht wahrscheinlich sowieso schon längst weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich habe diesen Kommentar gelöscht, weil der Typ mir auf den Sack gegangen ist, weil ich im Video erklärt habe, warum ich das nicht mache. Warum sind hier wieder so viele Quetzel? Weibchen? Männchen? Ich habe in dem Video, ich glaube, als ich den... Nur Menschen schon wieder unterwegs, ne? Ich habe in dem Video erklärt, warum ich das nicht mache, warum ich das nicht machen möchte. Darum möchte ich euch bitten, wenn ihr mal auf meinen Kanal geht und seht, wie viel Arc dort vorhanden ist, könntet ihr vielleicht auf die Idee kommen, aber nur vielleicht, ob ich nicht vielleicht weiß, wie Arc funktioniert. Also, wäre meine Überlegung wert. Wir sind, glaube ich, gerade so inoffiziell in der 10. Staffel. Wahrscheinlich kenne ich das Spiel. Ah, okay, Taming Food tatsächlich. Das war gar nicht so aggressiv wie erwartet. Der hat mich nicht sofort angegriffen. Ich sage es ganz gerne. Ich sage es nicht. Guckt euch bitte die letzte Folge an, wenn ihr wissen wollt, warum ich mir keinen Frosch tame, um damit im Sumpf Cementing Paste Farm zu gehen. Ich glaube, ich sage es irgendwo in dem Bereich, wo ich gerade im Sumpf angekommen bin, mit dem Ceresino ein paar Beeren oder gerade angekommen bin und so Sachen mache halt. Es gibt dafür einen guten Grund. Spoiler, es hat was mit der Stärke des Tieres zu tun und der Gefahr im Sumpf. So, jeder, der jetzt nicht selbst von drauf kommt, wieder nur so ein Low-Level, der ist halt einfach nur ein Klugscheiß oder jemand, der unbedingt... Wobei, es geht hier gar nicht darum, wie man Tipps gibt. Ne? Ich bin tatsächlich sehr gerne bereit, Tipps anzunehmen oder mir auch sie anzuhören, vor allem, wenn jemand schreibt, ey Dragobi, ein Tipp oder hey Dragobi, hast du gewusst, dass du mit den Tieren, mit dem Tier das und das erreichen kannst, ne? Klar, warum nicht? Warum gibt man ein... Oha, dein Ernst? Meiner. Ja, ich bin sehr gerne bereit, mir diese Tipps anzuhören, anzusehen und so Sachen. Aber es gibt halt auch die Art, wie man halt Tipps schreibt. Ne? Es gibt halt auch die Art Tipps, die halt, na, wie soll ich sagen, so klingen oder klingen sollen,
als wäre man selbst ein Idiot und der, der diesen Hinweis schreit, halt sowieso alles besser weiß und viel besser in diesem Spiel ist. Halt ein wirklich, so Klugscheißer-Kommentare. So richtige Klugscheißer-Kommentare. Der war jetzt, so semi-Klugscheißer, würde ich sagen. Weil ich war schon ein bisschen angepisst von diesem Kommentar, muss ich tatsächlich zugeben. Das kann übrigens weg, das brauchen wir nicht mehr. Und das wirklich auch nur, weil ich in diesem Video gesagt habe, warum ich die Frösche nicht tame. Oder nicht da. Was heißt nicht tame? Dafür nicht verwende, besser gesagt. Bam, Treffer. Flieg hinterher. Und. Naja. Da frage ich mich halt auch manchmal, ob sich die Leute halt das Video mal auch angucken oder ob sie halt nur am Kommentieren sind. Hinter. Danke. Zum Angriff! Stopp. Fliege ich lieber selbst das Stück. Ey, 104er, den möchte ich ganz gerne haben. Ich hoffe, der wird nicht gekillt auf dem Boden. Hier im Sumpf. Oder im Wasser. Warum müssen eigentlich Flugtiere immer so Richtung Mitte des Spiels mal flüchten? Das ist total seltsam. Ups, sorry. Ja, heb doch nicht den Kopf, du Trottel. Ganz ehrlich. Selber schuld, wenn du auf die Fritze bekommst. So, das wollte ich mal so sagen, so, ne? Ich bin grundsätzlich nicht gegen Tipps. Ich bin einfach nur dagegen, wie teilweise die Tipps geschrieben werden. Das alles. Ah, das war natürlich echt daneben. Und jetzt ist auch kein Aber-Egal-Kommentar. Es ist einfach so. Sonst würde ich es ja nicht erwähnen. So, mal ein bisschen näher ran. Nicht so viel Angst machen. Das ist nämlich kein Angstscheißer. Der ging doch voll in seine Richtung. Warum kippt der nicht um? Okay. Ich sehe den Dart fliegen, aber irgendwie so richtig ankommt tut er nicht, ne? Geh mal ein bisschen höher. Ey, hallo? Ich sehe doch, wie dieser scheiß Dart durch ihn durchgeht quasi. Was zum... Hallo? Jetzt sag mir bitte nicht, die haben eine Hitbox wie, diese ganz kleinen. Ich hab vergessen, wie die heißen. Nee, ich ziele auf ihn drauf. Der Dart müsste eigentlich genau zu ihm hinfliegen und ich treffe nicht. Ich muss noch näher ran. Ich habe doch gesehen, wie das Ding eingeschlagen ist. Warum zählt das denn nicht? Ich habe gerade ein bisschen... Jetzt haut er ab. Ich schwöre, ich habe gerade das Blutspritzen gesehen. Und es hat nicht getroffen, nicht gezählt. Ja, vielleicht ja doch. Ich weiß es nicht. Oh Mann. Fliegt so ein bisschen wie ein Schmetterling, ne? So ein bisschen hastig und wirklich ungezielt. Meine Ey, ich glaube, den kriegen wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob bei dem Bolas funktionieren, ganz ehrlich. Da, das waren wir jetzt. Wieso hat er eben nicht gezählt? Ich habe den eben getroffen, das weiß ich. Ich habe die Blutpartikel gesehen. Okay, ich nehme Wetten an, wo er drin landet. Ihr dürft jetzt kommentieren. A. Auf dem Berg mitten bei Fleischfressern. B. Im Wasser. Oder C. Deine Meinung. Oder D. Ich krieg den doch. Ich sage... Ja, eben vom Berg hätte ich noch gesagt, keine Chance. Jetzt würde ich von fast sagen, oh, mittelmäßige Chance. Ich weiß nicht, was die alles an Feinden haben im Spiel. Junge, Junge, komm her. Da, habt ihr es gesehen? Da waren leichte Partikel. Ich habe doch gesehen, wie das Ding eingeschlagen ist. Irgendwie zählt das manchmal nicht. Ist das wegen der Entfernung? Ja, fast. Der fliegt auch gerade stur nach oben, ne? Ah, der ging voll daneben. Oh, Junge. Richtiger Spaß-Tame hier. Der hat getroffen, wieder. Ich habe gesehen, wie das Ding an dem dran geknallt ist. Da auch.
Man sieht das Blut spritzen, aber es zählt irgendwie nicht. Da, schon wieder. Denn nicht. Da. Volltreffer. Hat aber eine Menge Schaden. Ja, weißt du, ich kenne kein Flugtier, das so hoch fliegt wie der. Guck dich das mal an. Der ist auch an der Grenze der Map. Also von der Höhe gesehen. Was für eine Nervensäge. Okay, Leute, ich muss zugeben, ich bin gerade an der Grenze meiner Geduld mit diesem Vieh. Abgesehen davon, dass ich... Wow. So viel zur Grenze meiner Geduld. Ohne Witz, ich wollte gerade das Gewehr wechseln, weil ich keinen Bock auf dieses scheiß Vieh hatte. Und dann fällt der und da unten ist direkt ein Spino. Na gut, ein Spino, damit kann ich umgehen. Ich bin nur mal gespannt. Ah, Raptoren. Was das Drecksvieh frisst. Mal gespannt. Ich hoffe echt, der frisst Prime Meat, weil ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock, jetzt Fischzeug zu besorgen für das Drecksvieh. Denn das ist eine fette Prügelei. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Bitte, 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 bitte. Jawohl, der frisst Prime Meat. Der frisst das Prime Meat. Bam. Tapiara sucht Namen. Level 155, das ist ziemlich gut. Aber. Stopp! 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 Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Bleib da unten! Bleib da unten! Ist mir egal! Ist mir scheißegal! Gib mir das Prime Meat wieder! Drecksvieh! Schon ein cooles Bild, ne? Sieht ein bisschen aus wie eine Fledermaus, finde ich. Okay, ich hoffe, das war ein guter Screenshot von dir. Wenn nicht. Notschlachtung. Nein, nicht mal das. Wir callen dich dann einfach. So. Ja, wir haben einen Tapiara. War auch ganz einfach. Mal gucken. Vielleicht. Aber nur vielleicht werde ich die Verfolgungsjagd reinschneiden in, im Zeitraffer. Weil, oder wisst ihr was, ich kann das jetzt einfach so nebenbei einfach mitlaufen lassen, so während ich zurück zur Base fliege. Dann erzähle ich ein bisschen was darüber, was da passiert ist. Ich kann euch nicht sagen, was da gerade zu sehen ist. Ich kann euch nur sagen, dass es extrem nervig war, weil das Vieh einfach immer höher geflogen ist und einfach ums Verrecken nicht langsamer werden wollte. Also wirklich, kein bisschen. Wir sind in der falschen Richtung, ne? Ja, wir müssen da entlang. Und, abgesehen davon, dass er immer höher ging und ich nicht zu nah rangehen durfte, hat mein Gewehrschuss haben nicht getroffen und ich weiß nicht wieso. Ich konnte ums Verrecken meinen Schuss nicht in das Vieh reinsetzen, weil man hat die Blutpartikel gesehen, das hat man ja vorhin gesagt, habe ich ja mehrfach vorhin erwähnt. Und jedes Mal hat es nicht gezählt. Ich weiß nicht, wie viel Torpor er hat. Wir gucken gleich mal nach. Mein Gewehr macht richtig, richtig viel Torpor-Schaden, ne? Warte, ich kann es mal kurz zeigen. Mit Sattel. Wir haben 120.000. Warte, wir können vielleicht an dem jetzt mal gucken. Der hat 7.000 Torpor. Wir merken uns, 7.000 Torpor. Okay. Na gut, der Treffer, den ich eben bei dem hier reingesetzt habe, der war bei 1.200. Und ja gut. Mit den 1200 deckt sich das sogar eigentlich mit dem Schaden, den der bekommen hat. Dann verliert er wirklich nicht so viel Torpor. Aber es ist halt echt schwierig, den zu treffen, weil der, wenn der zu hoch ist, dann zählen irgendwie die Schüsse nicht immer. Dann scheint es da irgendwie einen Lag zu geben, dass der das nicht richtig registriert. Und wenn du mal so ein bisschen zu nahe kommst, dann rennt der direkt weg und der hört auch nicht auf zu flüchten. Das ist hier so abartig. Gut, wir sehen uns an der Base und dann mache ich den schönen Sattel und den muss ich auch noch lernen, scheiße. Ich habe euch ja noch eine kleine Story versprochen, die ich heute erlebt habe. Glaube ich, oder es war in dem Teil, den ich weggeschnitten habe, ich weiß nicht mehr. Und zwar, das war das Beste, was ich heute echt gesehen habe, weil ich habe das noch nie so erlebt. Oder besser gesagt, in so krass. Und zwar folgendermaßen.
Ich wollte gerade fast sagen, ich muss hier leider zugehen, aber ganz ehrlich, ich habe damit gar keine Probleme, weil mir dieser Mann eigentlich mit meinem YouTube-Kanal so sehr geholfen hat und das wahrscheinlich nicht einmal weiß, weil er ein Video gemacht hat, so kriegt man mehr Aufrufe auf YouTube und mir das so dermaßen geholfen hat, dass ich, im Gegensatz vielleicht zu so manch einem Kuchen, mich nicht dafür schäme, ihn zu gucken. Und zwar Commander Krieger. Commander Krieger, heute Livestream gemacht, gerade vom Urlaub zurück. Ich mach kurz hier den Sattel mal ein bisschen höher. Mir fehlt ein bisschen Holz, das ist echt nervig. Und hat so sein Video geschnitten. Ja, macht er immer so regelmäßig. Wenn er ein Video gemacht hat oder wenn er Urlaub war, macht er Video von Taucherurlaub und so. Ist immer, finde ich das interessant, wie er schneidet und wieder darüber erzählt und so. Ja? Also FIFA und so, juckt mich ein Scheißdreck, ich mag das Spiel nicht, weil ich einfach keinen Fußball mag. Und da hat einer bei ihm gespendet. Und Spenden werden bei ihm vorgelesen ab 1 Euro. Also automatisch vorgelesen. Und da war irgend so ein Junge, ich glaube, der hat sich der... Oh Gott, wie hieß der nochmal? Der Kosovo-Waner? Nein. Keine Ahnung, halt irgendwie so eins von diesen Ländern da unten. Mit Bosnien und... Boah, das ist einer... Ich weiß noch... Ich muss eigentlich wissen, wie das Land heißt, weil ich hatte in meiner damaligen Klasse Freunde aus dem Land und es fällt mir gerade nicht ein, okay? Und er hat ihn halt beleidigt und hat dabei einen lustigen Fehler gemacht und ich sage euch, das war der beste Fehler überhaupt. Er hat per PayPal gespendet, dieser Junge. Dieser Junge hat über PayPal gespendet und ihn beleidigt. Es hat etwa 3 Minuten gedauert, dann hatten wir ein Bild von diesem Jungen. Dann wussten wir, wie der Typ aussieht. Wir wussten seinen vollen Namen, wir wussten, in welcher Stadt er wohnt. Einfach, weil durch PayPal all diese Angaben einfach da waren. Und der Krieger hat dann bei Facebook nachgeguckt, ob der einen Kanal so da hat. Und ja, hat der. Ich wollte eigentlich steigen. Shift, STG. Ne? Ich glaube, mit X steigt man. Ah, genau. Und, dieser Junge hat offenbar nicht... Wusste offenbar nicht, dass Anonymität im Internet... Nur dann die Anonymität im Internet ist, wenn man sich auch selbst aktiv darum kümmert, anonym im Internet zu bleiben und nicht irgendwie versucht... Kann ich mich irgendwo anders hinsetzen? Board Rear Seat? Ja, das geht. Ah, das Problem mit dem Tame ist leider, ich kann mich natürlich jetzt nicht umsetzen nebenbei, ne? Schade. Weil... Ich will euch mal was mit dem zeigen, wer den noch nicht kennt. Ich gehe mal bei dem auf... auf Movement Speed erstmal. So bis 200 und danach alles andere. Dann können wir mit dir noch kurz wohin fliegen, wo wir noch ein paar XP holen können. Weil das Ding wollte ich sowieso nochmal zeigen, eine ganze Weile lang. Der ist echt langsam, ne? Boah, ist ja langsam. Warte mal. So, da kommen wir wenigstens heute noch an. Ja, und einfach dadurch, dass er bei PayPal bezahlt hat, wusste man seine E-Mail-Adresse, man kannte seine IP. Es musste der volle Name angegeben werden. Okay, die Adresse war jetzt nicht zu sehen. Nein, 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 stopp, 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 stopp. Was machst du denn da bloß? Du solltest auch nicht an die Wand festkramen, weil das kann der nämlich. Da, guck. Cool, ne? Huch. Hui! Was zum... Kannst du ein bisschen drehen? Warte, ich muss kurz, so. Döp, was macht der da? Ich kann mit W... Ich kann mit A und D den ein bisschen drehen. Das sieht dann so aus. Ja. Ist leider ein bisschen blöd wegen der Farbe. Aber ich glaube, das könnte ein schönes Thumbnail werden. Vor allem, weil es so dämlich ist. Ja, kann ich mit X, C? Nein, schade. Hui. Was zum Teufel? Ja. Ich würde gerne sagen, Ark in a Nutshell voller Bugs, aber das... was zum Teufel? Hui! Ja, was ist, naja, gar kein Problem, alles gefixt, nicht wahr? Ist das reproduzierbar? Nein, das war einfach nur, weil du dann der Spalte hier festhing, ne? Ja. Wenn er an der Spalte festhängt... Dann kann man diese Faxen mitmachen. Wenn sich aber wirklich irgendwo dran festgekrallt hat. Warte, zum Beispiel jetzt mal hier so. Dann geht das auch. Na gut.
wir haben Fossilien gefunden von einem ausgestorbenen Dinosaurier. Wir haben gedacht, dass es ganz möglich ist, aber dieses Tier war echt dumm. Er hat nicht gewusst, dass man seine Krallen verwenden sollte, sondern er hat stattdessen seinen Rücken verwendet, um sich an einen Berg festzukrallen. Es ist kein Wunder, dass diese Art schnell ausgestorben ist. Ja, so in etwa muss es dann ausgesehen haben. Ja, und PayPal hat ja einen gewissen Käuferschutz. Das heißt also, wenn du etwas kaufst oder so, du musst ja irgendwie auch nachvollziehen können, wer das ist. Und bei PayPal, man gibt halt seine Daten da an, du gibst da deinen echten Namen an, du gibst da deine Adresse an, die wird zwar nicht angezeigt, glaube ich. Man gibt seine Adresse, also eine E-Mail-Adresse ein und PayPal hat da natürlich auch dann auch, kann die IP dann wiedergeben und alles und ja, halt so alles, was halt für einen Schutz sorgen soll, dass du halt nicht betrogen werden kannst, wenn du irgendwas kaufst oder verkaufst. Ja, und das hat dieser Junge nicht gewusst. Er hatte einen PayPal-Account. Er hatte da seinen vollen Namen gegeben, seine Stadt, wo er wohnt. Dadurch konnte man herausfinden. Oh, guck mal, das ist wieder ein Quetzel. Wir wollten noch ein Tame. Ich brauche ein Weibchen. Dadurch. Schon wieder ein Männchen! Fickt euch! Fickt euch! Keiner mag euch! Und, ja. Ich fand das einfach so lustig, aber einfach, wie schnell das ging. Und dann war das so ein richtiger, so ein 12-Jähriger oder so, oder 30-Jähriger, keine Ahnung, so ein richtiger Internet-Gangster halt. Und, ja. Wo man einfach erkennt, warum man so Hate nicht ernst nehmen kann, einfach weil es sind einfach genau solche Menschen. Solche Menschen, die einfach Leute grundlos beleidigen, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, wer diese Person ist oder ob der nicht vielleicht ganz nett oder irgendwie cool drauf ist oder sowas. Und ich fand das einfach so genial, wie der den einfach so platt gemacht hat. Einfach so zerstört im Prinzip. Ohne wirklich was zu machen. Er hat einfach nur seine Möglichkeiten genutzt und herausgefunden, wer er ist. Das war alles und hat ihn dann zur Schau gestellt. Gut, ist natürlich moralisch bedenklich, ob das jetzt richtig war, den so zur Schau zu stellen, aber ich fand das so super lustig, wie dieser Junge einfach mal so schnell so fertig gemacht worden ist. Weil vor allem, es war ja nicht mal der Krieger, der ihn fertig gemacht hat. Guck mal, wir können es wieder drehen. Sondern es war quasi er selbst, der einen Fehler gemacht hat, den er entsprechend jetzt auch bereut. Ach, guck mal, wenn ich mich festhalte, kriege ich keine Ausdauer. Doch, aber nur sehr langsam. Hat er gerade geschrien? Wie komisch klang das denn gerade? Das war einfach so genial. Nun denn. Ich fliege mal kurz zu dem Punkt. Ich habe jetzt erzählt, was ich erzählen wollte. Und dann, und mal keine Kiste mehr, ne? Okay, ich kann gerade nicht im schnellen Modus nachgucken. Übrigens, ja, das ist dreifache Geschwindigkeit. Nur so nebenbei. Okay, ich bin angekommen und zwar auf dem zweiten Nordberg, der schneebesetzt ist, ist hier eine Kiste auf der Karte hier zu sehen. Ist nahezu an der Spitze oben. Also da ist schon die Spitze des Berges und das ist die Kiste. Da drinne ist der Avis. Gar nicht mal so schlecht. Und natürlich haben wir jetzt auch ein Level-Up und ein XP-Boost und mir ist kalt, obwohl ich meine Rüstung eigentlich anhabe. Das irritiert mich gerade ein bisschen. So, mal gucken. Wow, ja. Der macht lustige Geräusche, finde ich, wenn er levelt. Aber wir sind jetzt deutlich schneller, müssen wir jetzt sein. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wo noch eins sein könnte. Also wirklich gerade gar keine Ahnung. Ich müsste ab jetzt wirklich wieder suchen, weil... Oder per Zufall welche finden, weil ich habe... Alle, die ich kannte, haben wir, glaube ich, schon geholt und... Ah, warte, da auf dem Berg könnte noch... auf dem Berg, auf der Fleisch ist. Auf der Fleischfresserinsel könnte noch so eine Kiste sein. Fliege ich mal hin. Und während ich hier so rumfliege und gucke, ob ich ihn finde, ich meine, der müsste aber hier auch ganz in der Nähe irgendwo sein. Ich glaube, ich habe ja schon mal einen gesehen. Ich weiß gerade nicht, ob es auf der Mitte der Insel war oder ob das daneben irgendwo war. Wir wissen ja auch mittlerweile, dass hier Dinger in Höhlen drin sein können. Das heißt, wir müssen auch noch Höhlentouren machen und jede einzelne Höhle untersuchen. Ja, ich wollte mal ganz kurz was dazu zu sagen. War das richtig? Ich glaube nicht, ne? Ich wollte noch etwas dazu sagen, was mir nämlich negativ auffällt in letzter Zeit. Und zwar, im Moment ist hier KuchenTV eigentlich, ja, quasi so ein bisschen am Hypen, ne? Also der hat schon seine erhöhten Aufrufzahlen und frontet auch ständig gegen Commander Krieger und so.
Und so eine Sache, die mir dabei also richtig gegen den Piss geht, ist nicht das Persönliche, dass da jemand beleidigt wird, von dem ich vielleicht ein bisschen mehr halte als vom Kuchen. Da ist eine Kiste, oder? Ich kann es nicht erkennen wegen dem blöden Sattel. Da ist ein... Und hoch, hoch, hoch. Es ist Rockwell Record. Keine Ahnung, was da steht. Aber wir haben wieder ein Level-Up, das was ich haben wollte. ich meine, ich gucke mir selbst die Videos von Kuchen an und ich finde auch, so dieses Meinungsbloggen, das finde ich eigentlich schon ganz in Ordnung. So, es ist, ja, jedem seine Meinung und YouTube nutzt man sowieso als, kann man gut als Ventil benutzen. Was mich halt so daran stört, ist, dass viele immer so sagen, ey, ich will nicht gegen den hetzen oder Mobbing unterstützen, ne? Versteht ihr, was ich meine? Dann aber trotzdem, dadurch, dass man sich halt gewisserweise schon ziemlich beliebt gemacht hat in der Community, dadurch, dass man sagt, ey, der und der ist doof, eigentlich schon Mobbing provoziert. Das heißt, die Leute gehen dahin, beleidigen die Person, in dem Fall jetzt Commander Krieger, ich meine, wäre noch das in der Name Commander Klicklos, und beleidigt diese Person einfach nur mit dem Willen, ihn zu beleidigen, weil man ja gerade einen anderen YouTuber guckt, der halt ja auch gesagt hat, dass der Commander Krieger fett und scheiße ist und irrelevant und klicklos und so eine ganze Kacke und halt so die ganze Scheiße, die eigentlich, naja, ganz ehrlich, bei 7-mal Urlaub im Jahr eigentlich alles andere als schlecht ist, so das eigene YouTuber-Leben und Streamer-Leben, oder? Ich meine, 7-mal im Urlaub, nicht nur normaler Urlaub, sondern 7-mal im Jahr Tauchurlaub. Also auch Ausrüstung dafür bezahlt und viel Geld dafür auch bezahlt. Aber halt so die Tatsache, dass man immer irgendwie so gegen solche Leute hetzt, ist irgendwie schon richtig traurig, weil klar, sollte eben klar sein, ein Commander Krieger ist halt wirklich nichts Großes mehr auf YouTube, wie er einmal war. Das sieht man auch an den Aufrufzahlen und vor allem halt auch an den Daumenraten. Und das Problem daran ist, ich weiß gerade nicht, ob Daumen irgendwie, also Daumen rauf, Daumen runter, irgendwie relevant ist für YouTube, für die, wie man gefunden wird. Aber es macht halt auch irgendwie die Meinung, ne? Wenn du halt siehst, aha, guck mal, der hat so viele Daumen runter, den gucke ich mir jetzt eben nicht an, obwohl du den gar nicht kennst und ich weiß, was der macht und das vielleicht einfach nur dieses Rumgehate ist durch die eine Community eines anderen. Dass du dann halt so denkst, so, es ist halt so eine Meinung, die man halt macht und eventuell damit eigentlich auch, wenn man so möchte, ein Geschäft schädigen kann, indem man einfach sagt, als gerade aktueller, beliebter YouTuber, hallo, der ist scheiße, hatet ihn mal, und der kriegt dadurch keine neuen Zuschauer. Das ist eigentlich, und ja, ich meine, Commander Krieger, trotz 700.000 Abonnenten, merkt das sehr stark, wenn da 100 Daumen runtergehen im Moment. Wenn er gerade mal 200 Daumen rauf pro Video hat. Das sieht dann halt wirklich, das Verhältnis sieht dann wirklich so, als würde er scheiß Videos machen, ganz ehrlich. Und seien wir mal ehrlich, wie heißt das so schön, Hand aufs Herz. Wenn ihr ein Video findet von jemandem, dann lasst ihr euch doch auch von der Daumen rauf, Daumen runter, durch das Verhältnis doch eigentlich auch, beeinflussen, oder? Also ich lasse mich davon immer beeinflussen. Immer wenn ich halt ein Video sehe, von einem YouTuber oder keinem YouTuber, den ich nicht kenne, oder einfach nur so ein random Video, wo ich nicht durchklicke, was ja auch von einem Video von einem YouTuber sein könnte, was ich ja nicht weiß. Und ich sehe halt viele, viele Daumen runter. Denke mir dann so, ja, das wird halt nicht ohne Grund schlecht bewertet worden sein. Da breche ich das Video halt auch schon früher ab als normal und bewerte das Video eventuell auch schlecht, wenn mir schon der Anfang nicht gefällt. Einfach weil das Video, das muss ja schlecht sein. Das ist halt so eine Form der Beeinflussung. Die, also mich trifft die auf jeden Fall. Und wenn ich dann halt merke, so etwas kann halt dadurch passieren, dass YouTuber A YouTuber B am Beleidigen ist oder gegen den hetzt und der YouTuber, der halt jetzt vielen Daumen runter dadurch hat, eigentlich gar kein schlechter YouTuber ist oder gar kein schlechter Mensch ist, mir aber trotzdem so vorkommt, als wäre das Video halt schlecht, einfach weil ich die Daumen runterrate, das Verhältnis einfach als schlecht empfinde, weil es halt schlecht aussieht. Und ich habe da unten gerade was gesehen. Da ist nämlich noch eine Kiste. Da, neben dem Raptor und Cerezino. Das heißt... rauf. Und es ist der Gallimimus. Nett, nett, nett. Gut, es ist, unter Karte hier. Na, ich wollte eigentlich, dass du steigst. An dieser Stelle, dann dieser Gabelung. Gut, das wollte ich, nochmal zeigen, das schien wichtig zu sein.
Und ich finde halt, so etwas ist halt schon ziemlich unfair. Und ganz ehrlich, wenn ich halt sowas sehe, ich glaube nicht, dass man dagegen vorgehen sollte, weil es wird sowieso nichts funktionieren, weil du sagst hier, der und der YouTuber ist scheiße, du hast Reichweite und der hat nur so ein bisschen Reichweite und du machst damit halt wirklich eine Kanalzerstörung, obwohl der andere vielleicht gar nichts dafür kann. Also mal abgesehen davon, wenn das halt nicht so jemand wie Tanzverbot oder so ist, sondern halt, keine Ahnung, irgendein YouTuber, der gerne Videos machen möchte, vielleicht nur scheiß Minecraft-Videos machen möchte, aber trotzdem ein gewisses Herzblut mit reinsteckt und dadurch platt gemacht wird. Das ist irgendwie richtig armselig, wie ich finde. Mal weiter auf Movement Speed, der ist mir doch ein bisschen zu langsam. Dann denke ich mir halt auch so mal, muss das sein? Muss man den denn jetzt so fertig machen? Klar, keiner guckt sich auf YouTube gerne kleine Kinder an, die schlechte Minecraft-Videos machen und dabei so ihre Videos anfangen. Hey, ich bin der so und so XXLP und ja, das ist mein Freund LPXX. Ja, toll, es ist doch total scheiße. Und das kriegt man auch irgendwie mit. Also das heißt jetzt nicht, dass die Leute scheiße sind, das heißt einfach nur, dass halt das Video einfach an sich scheiße ist und keiner gucken wird. Aber jemand, habt ihr euch mal meine ersten Videos angeguckt, wie ich da rede? Warte mal, ich versuch's mal nachzustellen. Ich hab's mir heute mal angeguckt, weil mich interessiert hat, ob ich da VPN-Codec bekommen habe. VP9-Codec bekommen habe. So, mal deutlich ausgesprochen. Ich glaube, mein erster Satz von meinem ersten richtigen Let's Play war, willkommen zu Divinity Origins hin. Das guckt sich doch keiner an, das ist doch langweilig. Da schläft man da schon mal der Begrüßung ein. Aber man kann sich eben nur entwickeln, indem man halt macht. Und wenn du halt von Anfang an von irgendjemandem, der was größer ist, niedergemacht wird, nur weil er denkt, oh, das ist ein... Oh, hallo. Na, du Hübscher, bist das das hier? Warum sind eigentlich nur Kerle unterwegs? Dann hast du ja eigentlich schon, sobald dein Kanal startest, eigentlich schon sofort keinen Bock mehr, irgendwas zu versuchen, weil du ja sofort niedergeedet wirst. Das war auch mal damals meine Sorge, so, ich mache ein Video, wie reagieren die Leute da drauf, werden die mich beleidigen und wisst ihr was, das war? Die ersten Reaktionen waren positiv, weil ich einfach mir von Anfang an die Mühe gegeben habe, ein gutes Mikrofon zu haben. Ich habe mich viel mit der Aufnahmetechnik und so befasst, einfach weil ich versuchen wollte, das zu machen, weil ich das machen wollte und ich wollte es direkt richtig machen. Das kann halt auch nicht jeder richtig machen, von Anfang an, ganz ehrlich. Aber hat nicht jeder immer die Technik dafür. Ist kein Hate oder so. Warum auch? Es ist einfach nur... Es ist halt so. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt auch mir für viel Geld alles, was ich verdient hatte, irgendwie meinen Computer reingesteckt, um Videos zu machen. Ich glaube, ich habe an dem Tag, wo ich mich dafür entschieden habe, Videos zu machen, vielleicht mal 500 Euro in den PC reingeballert, einfach nur, um mein erstes Video machen zu können. Und ich hatte noch lange nicht gute Technik an meinem PC gehabt. Ich glaube, ich habe mir eine neue Festplatte gekauft. Nee, noch gar nicht. Doch, ich habe mir eine SSD gekauft, keine Festplatte. Ich habe mir einen i5 gekauft. Den habe ich dann später wieder verkauft, mir einen i7 dafür gekauft. Der wirkt halt jetzt auf meinem PC. Ich habe Mikrofon und alles dazu gekauft. Was hat noch? Ich habe mir Software gekauft, die Schneidesoftware, genau. Ich habe auf jeden Fall richtig Kohle erstmal in den PC reingesteckt, nur um Videos zu machen, weil ich von Anfang an ganz gerne... Und Aufnahmesoftware habe ich auch gekauft. Ich habe DxTory gekauft. Ich habe nichts gecracktes. Ich habe Movie Studio Platinum und DxTory alles gekauft. Ist alles legal bei mir. Und ich wollte einfach von Anfang an möglichst das Beste rausholen, was ich rauskriegen kann. Und dafür habe ich mein Geld dafür reingesteckt. Und das habe ich halt eigentlich bisher immer so weitergeführt. Immer wenn ich ein bisschen was Besseres haben wollte, habe ich mehr Geld reingesteckt. Und das hört man jetzt, glaube ich, auch. Man sieht es, glaube ich, auch. Die Qualität von meinen Videos ist besser als damals. Sowohl im Bild wie auch im Ton einfach. Guck mal, was ich machen kann. Hallo? Das konnte ich vorher nicht. Ich muss meine Audiodateien nicht mehr nachbearbeiten, weil ich mir jetzt mein Audio-Interface dafür gekauft habe. Besseres Mikrofon. Das hat ein 12-Jähriger nicht. Und wenn dann ein. Keine Ahnung. Schlechtesten YouTuber von diesem Monat diese Leute dann beleidigt und hatet. Dann ist doch klar, dass die Leute dann keinen Bock mehr haben, wenn sie halt sofort merken, ah, guck mal, ich mache ein Video, die Leute hassen das. Und dann werde ich vielleicht noch in der Schule gemobbt. Das ist einfach falsch, wie ich finde. Kann ich mich hier dran haften? Ja, kann ich ihn auch ranlassen? Nein, schade. Das wäre cool, wenn ich ihn jetzt einfach so da dran packen könnte. Sache erledigt. Hallo? So dämlich, wenn ich ihn drehen kann. Ich finde das lustig. Ich mache auch so ein Thumbnail, so richtig blödes. Naja, Tapia.
Okay, man kann sich als gar keinen Fall in die Base oder Schreien buggen. Der wäre auch lustig gewesen. Guck mal, was jetzt zu finden ist. Übrigens, ich bin gestern an einem dran vorbeigelaufen. Zu unseren Mod-Shops. Komm, wir tamen doch schnell an. Ich weiß gar nicht, wie weit wir von der Folge her sind. Ich glaube, das müsste eigentlich noch gerade so gehen, dass wir so einen reinbekommen. Das geht natürlich nur, wenn wir auch Leech Bleed dafür verwenden dürfen. Ich weiß nicht, wo das Zeug ist. Leech Split da. Das Leech Split. Und ja, es ist eigentlich so, dass das mich ziemlich stört, ne? Weil wenn irgendwer einfach so hetzt und ja, Mobbing provoziert. Rare Flower. Ach, fick dich! Ich wusste, dass es passieren würde. Hey, guck mal, Leech Bleed. Das habe ich auch nicht jeden Tag. Hey, ich will was anderes. Ach, fick dich. So, ich überfliege nur mal ganz kurz das Gebiet hier und wenn ich dann einen schnell sehe, dann tamen wir den. Oder guck mal, wie schnell sich tamen lassen. Ich meine, hallo, Leech Bleed, selten. Oder einigermaßen selten. Da ist doch gerade einer rausgekommen, oder? Ja, der flüchtet auf irgendwas. Alles beruhigt. Ah, das habe ich aber. Okay. Level 11. Können die irgendwas? Hey, es ist ein Weibchen. Liegen die an? Ja, ich weiß es nicht. Ich finde diese Tiere total überflüssig, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mit denen nichts anfangen, ne? Ich weiß nicht, was sie können. Schreibt mir in die Kommentare, falls sie irgendwas können, weil ich weiß es nicht. Ich kann ja nicht greifen, oder? Ne, ist so fett. Komm mit. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr dem auch einen Namen geben. Gut, ich würde mal sagen, das war's aber soweit. Wir haben eigentlich, war heute mehr so Gerede, ne? Weniger Tame, mehr Gereden. Der ist scheiße, ich lasse ihn einfach, ich behalte ihn einfach, ist mir egal. Boah, dann würde ich sagen, so, kannst da bleiben. Alles noch passiv. Du. Ah, rennt zum Tapiara, ist okay. Und vergiss nicht, die Namen zu nennen. Und zwar Tapiara, Moshops und Blumen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beete sind da. Das sind also 6 Namen für Blumen, brauche ich. Von euch. Oder einfach eure Namen, das geht auch. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen. Habe ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Wenn nicht, man kann nicht oft genug Dankeschön sagen dafür. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.